Wir sehen, dass das jetzige Abkommen Artikel beinhaltet, die verfassungswidrig sind und auch gegen die Gesetze sind und auch gegen unsere Glaubensansichten. Denn das jetzige Abkommen, was ja kein Memorandum ist, sondern ein Abkommen über den Austritt aus der Krise, geht gegen das Gesetz, das deutlich sagt, dass das Ergebnis des Referendums bindend ist, wenn mehr als 40% des griechischen Volkes an den Wahlen teilnimmt. Und der vorliegende Text beinhaltet Artikel, die verfassungswidrig sind, wie zum Beispiel die Artikel über die Inseln. Das vorliegende Abkommen ist eine Kapitulation. Es ist eine Kapitulation. Im Verteidigungsministerium sagt man natürlich, dass eine Kapitulation besser ist als eine Aufgabe nach der Schlacht. Aber diese Kapitulation wurde sehr schön in einem Twitter von Yuko Dixon, einem Journalisten, beschrieben, der gesagt hat, dass Griechenland zwei Entscheidungen hat, entweder die Kapitulation oder der Abgrund. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich keine Angst habe vor dem Grexit. Ich habe keine Angst vor jeglicher Bedrohung, die Sie gegen uns aussprechen. Ich habe nur vor einem Angst. Und das möchte ich hier ganz deutlich in aller Öffentlichkeit sagen. Ich habe Angst vor der nationalen Spaltung und vor dem Bürgerkrieg. Dass wenn also die Griechen Montagmorgen aufwachen und dass es Blut geben wird, diese Verantwortung will ich nicht auf mich nehmen. Ich habe nicht das nationale Mandat dafür, habe ich nicht das Recht, unser Vaterland in diese Richtung zu führen. Damit es eine Lösung geben kann für das Volk, brauchen wir eine Spaltung, die nichts zu tun hat mit der karikaturartigen Spaltung, auf die sich einige Mächte nun auch innerhalb des Syriza berufen, wenn sie für den Austritt Griechenlands aus dem Euro sprechen. Und mit dem heutigen, ich möchte heute auch noch etwas mehr erklären über unsere Haltung, die sehr oft falsch verstanden wird und extra falsch verstanden wird. Vom Übergang zu einer doppelten Währung oder zu einer nationalen Währung in Folge wäre das große Opfer wieder das griechische Volk. Wie es natürlich auch im Falle der Unterschreibung eines weiteren harten Memorandums wäre. Das nationale Einkommen würde verfliegen durch die Abwertung der Währung, durch die Spekulationen und durch die Senkung der Kaufkraft, vor allen Dingen durch Importprodukte, die aber auch ein Großteil der Produkte in Griechenland sind. Und ein Großteil der Freiberufler wird es natürlich auch treffen, der armen Bauern und der Kreditnehmer. Das große Kapital wird nun wieder aus dem Schneider sein, wie es immer so ist. Vor allen Dingen auch einige Teile des Kapitals werden auch noch Gewinn machen. Deswegen unterstützen sie auch den Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Deswegen entscheiden wir uns weder für ein Memorandum noch für ein Grexit, da es nun eine alternative Lösung gibt. Wenn wir uns also hinbewegen zu einer wahren Spaltung mit der Europäischen Union, mit dem Kapital und mit den Kapitalmächten.